Die Orgel besitzt eine Tastenfessel mit zwei Funktionen. Im Touch rufe ich diese auf. Was blau hinterlegt ist, ist gerade aktiviert. Zum Beispiel Aktivierung der Tastenfessel im zweiten Manual. Die Töne, die ich spiele, bleiben nach Verlassen der Taste liegen. Man spielt auf dem anderen Manual einfach weiter. Man kann die Klänge ändern. Natürlich auch Register ändern. Die zweite Funktion, Tastenfessel minus. Man bedient zunächst Tasten, aktiviert nach Aktivierung der Tasten die Tastenfessel. Die Töne bleiben liegen, aber ich kann jetzt auf dem selben Manual weiterspielen.